Wir haben uns heute hier getroffen, um eine Mahnwache zu veranstalten für einen 80-jährigen Radfahrer, der am vergangenen Samstag hier von einem rechtsabbiegenden LKW überfahren wurde und an der Unfallstelle verstorben ist. Ja, auch schon wieder so. Polizei wird dann irgendwann hier absperren und wir haben nur relativ wenig Zeit auf der Fahrbahn. Sie hat uns 8 Minuten gestattet, auf der Fahrbahn zu sitzen. Das heißt, wenn sie hier absperren wird, und ich muss sagen, es erschüttert mich, dass es passiert ist. Es erschüttert mich immer wieder und es ist viel zu oft, dass wir uns hier treffen müssen. Ich bin traurig und ich wünsche allen, den Angehörigen, mein großes Beileid, unser aller Beileid und wünsche ihnen viel Kraft für die Zeit, die jetzt vor ihnen liegt. Ich würde euch bitten, jetzt einige Minuten im stillen Gedenken hier sitzen zu bleiben und dann, wenn ich die Straße verlasse, bitte auch die Straße wieder zu verlassen, damit die Polizei den Feierabendverkehr wieder freigeben kann. Danke. Diese Kreuzung ist, wenn das Wetter schön ist, sehr stark frequentiert von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Der alte Senat hat ja 2013 schon einen Radsicherheitsdialog durchgeführt. Und da wurde genau diese Kreuzung, vor der wir hier stehen, auch als eine der riskanten Kreuzungen benannt. Und es wurden Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit erarbeitet. Diese sind allerdings bislang nicht umgesetzt worden. Also 4 Jahre, die eigentlich verlorene Jahre sind und die den älteren Herren hier wahrscheinlich das Leben gekostet haben.